Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Online-Kurs auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal Familiensprechstunde Katja Saalfrank. Ja, heute mit einer Karte aus dem Bereich Autonomie. Und zwar möchte ich euch da mit einer Doppelbotschaft sozusagen konfrontieren. Das erste ist das, was wir ganz oft denken oder vielleicht auch anderen Erwachsenen sagen, nämlich, mein Kind hört nicht auf mich. Ja, das fängt also meistens so an, wenn die Kinder anfangen können zu krabbeln, wenn die dann anfangen, sich aufzurichten und loszulaufen, dann haben wir so das Gefühl, die hören eigentlich nicht mehr. Ne? Oft rufen wir auch von ganz weit und dann reagieren die Kinder gar nicht. Für unseren Hinterkopf ist mir erstmal ganz wichtig, dass wir den unteren Teil hier verstehen, nämlich mein Kind entwickelt seinen eigenen Willen und möchte unabhängig werden. Das heißt, das Kind kommt langsam aber sicher in die Autonomiephase rein, früher Trotzphase genannt, für diejenigen, die das noch besser verstehen. Aber wir wissen, das ist gar nicht der Punkt. Trotz steht nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich das Selbstständigwerden und das unabhängig sein wollen der Kinder. Also was tun? Mein Kind hört nicht auf mich. Wichtig ist, wir bleiben ganz oft zurück, ich habe es eben schon gesagt, und rufen ins nächste Zimmer rein, hingehen. Hingehen, die Kinder wirklich hochnehmen, mit ihnen sprechen und nicht erwarten, dass die Kinder nur auf eine Ansprache von uns reagieren. Also insofern, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wir haben eine bestimmte Erwartung und die Kinder sollen sich danach richten. Und wenn wir es jetzt schaffen, diese Erwartung mal zur Seite zu stellen und zu wissen, Kinder entwickeln gerade ihren eigenen Willen, sie wollen unabhängig werden, dann müssen wir vielleicht gar nicht nur rufen, sondern können auch mal schauen, aha, was haben die eigentlich vor, an welcher Stelle stehen die gerade und müssen vielleicht gar nicht denken, die hören nicht auf uns, sondern die haben gerade was anderes im Kopf. Also ich bin gespannt, vielleicht hilft euch der kleine Impuls und schreibt mir gerne dazu, an welchen Stellen habt ihr eigentlich das Gefühl, dass eure Kinder nicht auf euch hören, egal wie alt sie sind. Schreibt mir.